In diesem weitläufigen Gebäude war das ganz eigenartig. Man kannte ja nicht alles, aber man wusste zumindest, ja, in dem Verwaltungsgebäude sind noch die Russen. Und wir haben tatsächlich Abtrennungen gehabt. In den Gängen waren Drahtzaun, Maschendrahtzaun. Und hinter dem Maschendrahtzaun war das sowjetische Gelände und davor war eben hier die deutsche Produktion. Und es gab dann auch noch solche Exklaven oder Enklaven, nämlich zum Beispiel die Schmiede. Das war also eine ganz große Halle, in der also früher Automotoren gegossen wurden. Da sind die sowjetischen Autobusmotoren gegossen worden. Eine furchtbare schwarze Halle, kann ich mich erinnern. Also es war etwas eigenartig, dass eine solche Trennung hier in diesem Haus war. In diesen Räumen im Bauteil C mit einer der Ältesten des Hauses, noch aus der Behrens-Ära. In diesem Bauteil wurden nach dem Krieg in Nachfolge von Telefunken und Osram wurden Röhren gebaut. Senderöhren, Empfängerröhren, Gasentladungsröhren unter den unterschiedlichsten Bezeichnungen. Wir haben bis zu 25.000 Röhren am Tag hergestellt. Das bedeutete, dass in der Gitterwickelei zum Beispiel, es waren also ja zum Teil Pentoden, mit bis zu 100.000 Gitter gefertigt werden mussten auf Automaten, die hier im Hause selbst entwickelt wurden und vom Werkzeugbau gebaut. Und wir haben versucht, in einer Ebene, nämlich eine Etage tiefer, die gesamte Fertigung aufzubauen und haben diese Fertigung immer wieder ausgebaut, rationalisiert. Ich kann also, würde mal als Lokalpatriot sagen, wir hatten die effizienteste Fertigung innerhalb der DDR. Die Deutsche Post war unser wesentlicher Abnehmer für Senderöhren aller Leistungsklassen und aller Arten, luftgekühlt, strahlungsgekühlt, wassergekühlt. Und die wurden hier in diesen Räumen gefertigt. Wir haben nach dem Krieg nachentwickeln müssen, um die Post in die Lage zu versetzen, große Sender mit Röhren auszustatten. Auch die Röhren des Senders, der im Fernsehturm das Fernsehen ausgestrahlt hat, wurden also hier gebaut. Für mich waren früher Röhren als Bauelement eben eine ganz empfindliche Glasgeschichte. Und als ich hierher kam, purzelten hier die Röhren in großen Mengen von Automaten und fielen in Kisten und wurden also behandelt eben wie Schüttgut zum Teil. Das hat mich sehr überrascht. In der Fertigungsüberwachung waren wir eine Reihe von Ingenieuren. Dazu kamen die Messerinnen, die die Röhren gemessen haben. Und da wurden also alle möglichen Methoden angewandt, um die Qualität sowohl der Einzelteile wie also auch der fertigen Bauelemente zu bewerten. Das war für mich eigentlich, das war ja mein erster Einsatz in einem Beruf, wenn man so will. Und es hat mir eigentlich Freude gemacht, weil das so ein bisschen was hatte Analytisches. Das hatte, man musste also diagnostizieren, wo können Fehler herkommen. Sie haben ja am fertigen Produkt den Fehler festgestellt. Und mussten dann versuchen herauszufinden, wie kann es zu dem Fehler gekommen sein, um den da abzustellen an der Ursache. Wir mussten ja nicht an der Wirkung drehen, sondern an der Ursache. Und das war eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Da waren also Traversen in der Decke, über die also Versorgungsleitungen, das sagen auch diese Löcher dort in der Wand, Versorgungsleitungen mit allen Gasen, alle technischen Gase hier durchgeführt wurden. Und ansonsten war hier, also gerade in diesen Räumen war die Temperatur sehr hoch. Vor allen Dingen auch im Sommer, da konnte man also leicht mal 40 Grad erreichen oder sowas, weil hier laufend Flammen brannten, um diese Gasverformung, die Glasverformung durchzuführen. Brannten hier also Flammen, dann waren für Handarbeitsplätze waren also Brenner in Gang. Also hier war eine ziemliche Temperatur, die Leute haben hier, und wir hatten keine Klimaanlagen, muss man sagen. Das war das Veraltete hier. Nicht? Wir hatten immer wieder Ansätze dazu gemacht, aber eine Klimaanlage gab es nicht. Und ich hatte so den Eindruck, dass die Wirtschaft nur funktioniert dadurch, dass ständig Mangel da war. Und dieser Mangel war ein Antrieb. Sie haben immer, man könnte das mit diesem berühmten Bild vergleichen, wenn man dem Esel die Mohrrübe vor die Nase hängt, die er nie erreicht.
aber dann zieht. Und so ähnlich ging es uns ständig, in irgendeiner Form war ständig Mangel. Und diesen Mangel zu beheben, mit dem Mangel zu leben, trotz des Mangels nun die Erzeugnisse in guter Qualität und ausreichender Stückzahl zu machen, das war eigentlich der ständige Druck, den wir ausgesetzt waren. Das führte dazu, dass auch die kuriosesten Dinge passierten, nämlich Vorratswirtschaft, Horten an Orten, die man nicht zeigte, Versuche, die sich zu versorgen, damit, wenn ein Mangel dann mal eklatant wurde, damit man dann in die Kiste greifen konnte und weiter produzieren. Denn das Ziel war ja immer, wir hatten ja eine Planwirtschaft, wir haben also jedes Jahr Planziele bekommen, die dann aufgeschlüsselt wurden auf, weiß ich, Monat und Tag. Und das zu erfüllen, selbst wenn eben Mangel, wie ich sagte, eintritt, das war natürlich dann immer ein besonderer Ritt. War eigentlich das Ärgernis, wenn man so will, dass man verlangt hat, zu funktionieren und ihnen nicht alle Mittel dazu gegeben hat. Das ist, war schon immer schwierig. Macht natürlich auch erfinderisch, muss ich sagen. Das hat natürlich das, was man uns auch nachsagte, dass wir immer wieder in der Lage waren, auch unter diesen Bedingungen zu produzieren, das hat die Leute wirklich verwundert.